Ich bin 22, Student und möchte 100.000 Euro bis zum 25. Lebensjahr erreicht haben. Ich investiere in Aktien, ETFs und P2P-Kredite. Und das Geld, was ich investiere, verdiene ich durch Print on Demand. 2020 habe ich angefangen zu investieren mit 19 Jahren. Jetzt bin ich 22 und in 3 Jahren, 2025, möchte ich meine ersten 100.000 Euro erreicht haben. Die Hälfte der Zeit ist jetzt rum und wie viel ich bis jetzt von den 100.000 Euro bereits habe, gucken wir uns jetzt an. Meine allerersten Aktien habe ich 2020 gekauft, genau auch wie meine ersten Anteile von ETFs. Seitdem habe ich einiges investiert und es ging auch rauf und runter an der Börse. Aber heute am 23. Februar 2023 kann ich schon mal vorwegnehmen, ist mein Portfolio stark gewachsen und auch im Plus. Wenn du meinen weiteren Weg in Zukunft nicht verpassen willst, lass gerne ein kostenloses Abo da. Wir fangen an mit meiner kleinsten Position mit 2,9%, welche die P2P-Kredite ausmachen, die ich mittlerweile allerdings sehr, sehr stark reduziert habe, da mir dort einige Dinge nicht gefallen haben. Angefangen habe ich bei Mintos und Bondora zu investieren. Mittlerweile investiere ich aber nur noch über Bondora Go & Grow. Bei Mintos habe ich fast all mein Geld runtergenommen. Nur die laufenden Kredite und Rückforderungen sind dort noch offen, womit hier noch 127 Euro investiert sind. Bei Bondora Go & Grow bekommt man bis zu 6,75% Rendite pro Jahr. Und hier habe ich 576,86 Euro investiert. Der restliche Betrag zu den insgesamt 607 Euro, die ich bei Bondora habe, ist noch in laufenden Krediten. Und in Zukunft werde ich bei den P2P-Krediten erstmal nichts investieren, nur noch das Geld bei Bondora Go & Grow drinnen lassen und dafür investiere ich in Zukunft mehr in Einzelaktien und auch ETFs, wozu wir jetzt kommen. ETFs sind meine zweitgrößte Position, die 31,1% meines Gesamtbetrags ausmachen. Hier investiere ich zum einen in einen MSCI World ETF von iShares und zum anderen in einen MSCI Emerging Markets ETF von Xtrackers. Hier habe ich einen Sparplan mit 300 Euro pro Monat eingerichtet und davon investiere ich 70% in den MSCI World und 30% in den MSCI Emerging Markets. Bisher habe ich den Sparplan über Comdirect laufen lassen, aber ich lasse jetzt gerade schon meine ETF-Anteile an mein Trade Republic Depot übertragen, da ich dort keine Kosten für die Sparplanausführung habe und bei Trade Republic sowieso ein Depot für Einzelaktien habe, wozu wir gleich auch noch kommen. Meine allererste Sparplanausführung war am 15.01.2020 und mittlerweile habe ich die Sparrate stark erhöht, wie ich ja bereits erwähnt habe und du hier auch an meiner letzten Sparplanausführung sehen kannst. In den MSCI World ETF habe ich mit Kursgewinnen 5.801 Euro investiert und im MSCI Emerging Markets ETF sind es 2.001 Euro mit Kursverlusten. Also habe ich insgesamt bis jetzt 7.559,63 Euro in ETFs investiert, habe aktuell Kursgewinne von 242,56 Euro und damit einen Betrag von 7.802,19 Euro in ETFs investiert. Zu meinem kompletten Verlauf von meinen ersten 3 Jahren in ETFs investieren, habe ich gerade erst ein ausführliches Video gemacht. Wenn dich das genauer interessiert, schau dort gerne mal nach diesem Video hier rein. Kleines Zwischenergebnis, ETFs und P2P-Kredite machen zusammen 34% meines Gesamtbetrags aus und ergeben zusammen einen Betrag von 8.536,19 Euro. Kommen wir nun zu meiner größten Position und zwar Einzelaktien plus Cash mit 50,7%. Ich zähle hier Einzelaktien und Cash zusammen, da ich meine Einzelaktien bei Trade Republic habe und dort auch noch einen Teil meines uninvestierten Geldes liegen habe, da man dort 2% Zinsen pro Jahr bekommt, aktuell, die auch monatlich ausgezahlt werden. In Einzelaktien habe ich momentan 4.421,44 Euro investiert und 8.274,70 Euro sind auf dem Konto von Trade Republic uninvestiert, wodurch ich aktuell pro Monat 13,80 Euro an Zinsen bekomme und bei Trade Republic insgesamt 12.696,14 Euro liegen habe. Ein anderer Anteil meines uninvestierten Geldes liegt auf meinem Geschäftskonto mit 3.814,84 Euro. Ich gehe jetzt nicht genauer auf die Einzelaktien ein, aber wenn ihr ein Video sehen wollt, wo ich mein Einzelaktiendepot genauer zeige, lass mal einen Daumen hoch da und bei 100 Daumen hoch kommt dann ein Video. Insgesamt mit allen Positionen, also P2P-Kredite, ETFs, Aktien und Cash, komme ich nach 3 Jahren auf einen Betrag von 25.068 Euro, was gut 25% von 100.000 Euro sind. Also fehlen mir noch 74.932 Euro bis zu meinen ersten 100.000 Euro. Ein Viertel nach 3 Jahren erscheint jetzt erstmal wenig. Allerdings hatte ich am Anfang 2020 fast gar keine Einnahmen und seitdem steigen meine Einnahmen Stück für Stück immer weiter, da ich das Print-on-Demand-Business immer weiter ausbaue und somit kann ich in den nächsten 3 Jahren deutlich mehr investieren als in den ersten 3.